Guten Morgen an alle lieben Reisefreunde, heute Tag 2 hier aus Offenburg und Umgebung. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen mehr bewegen und uns ein bisschen mehr Dinge angucken. Wir sitzen hier jetzt an der Bushaltestelle, das ist die Haltestelle Fuchsheide. Die ist hier in Ramosweier und in der Nähe von unserem Quartier. Also wenn ihr da mal übernachtet oder in einem der anderen hier, dann ist hier auch direkt eine Bushaltestelle. Fährt wochentags alle halbe Stunde ein Bus. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie es samstags ist. Christian sagt jede Stunde, der hatte nämlich geguckt. Ja, und den nehmen wir jetzt auch um kurz nach 9. Wir haben gefrühstückt im Hotel und jetzt geht's dann los. Wir wollen jetzt erstmal eine kurze Stippvisite, wenn alles klappt, nach Kehl machen und da mal schnell ans Rheinufer schauen. Und ja, dann so ein, zwei Stündchen später fahren wir dann wieder mit dem Zug zurück und dann bis nach Gengenbach. Und da wollen wir dann den Nachmittag verbringen. Und auf geht's nach Kehl. Oh, hier muss man gleich absteigen. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Schienenbus oder Triebwagen, wie man sagen will, haben wir dann hier Kehl erreicht. Kehl liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze. Hier vorne ist der Bahnhof und hier ist die Brücke über den Rhein. Ja, und hier in Kehl gibt es auch die neu gebaute Straßenbahnlinie, die nach Straßburg rüberführt. Das sieht man hier, die führt hier seitlich vorbei auf die Brücke. Ja, so fahren die Züge dann von der Straßenbahn direkt nach Straßburg rüber. Und wenn ihr euch Straßburg mal ansehen wollt und vielleicht zwei, drei Tage in der Region bleiben wollt, dann ist es empfehlenswert, dass ihr mal vergleicht. Denn unter Umständen sind die Übernachtungspreise hier auf deutscher Seite etwas günstiger. Und dann könnt ihr für kleines Geld hier mit der Straßenbahn zwischen Straßburg und Kehl hin und her fahren. Und so auch noch ein bisschen Geld sparen. Wir schauen uns jetzt hier auch mal diese Brücke an. Und dann wollen wir mal hier unten die Rheinpromenade sehen und dann spazieren wir durch die Stadt gleich wieder zurück. Ja, und dann ist unsere Stippvisite hier in Kehl auch schon vorbei. Das haben wir nur eingeschoben, weil wir uns das doch mal schnell ansehen wollten. Und dann geht's ja gegen Mittag dann nach Gengenbach rüber. Ja, und da kam gerade die Straßenbahn natürlich ausgerechnet. In dem Moment, wo ich gerade meine Kamera wegstecken wollte, wie das immer so ist. Ich hoffe, ich habe sie noch halbwegs ins Bild gekriegt. Und hier ein Blick direkt von der neuen Rheinbrücke. Hier drüben auf die Bahnrheinbrücke. Ja, und wenn man hier die Brücke überquert, dann ist man auf der anderen Seite schon im Elsass in Frankreich. Ja, Kehl kann uns irgendwie nicht ganz leiden. Jetzt wollte ich euch gerade die Springbrunnen zeigen, da gehen die aus. Ah, jetzt kommen sie aber wieder. Ja, wir befinden uns jetzt hier unten an der Rheinpromenade. Die Rheinpromenade hier in Kehl, die erstreckt sich so auf rund einem Kilometer
wie wir das so gelesen haben. Wir sind jetzt nicht komplett lang gegangen, sind jetzt hier von der Brücke gekommen. Und das Ganze ist so parkähnlich gemacht, mehr mit vielen Wiesen und Bänken. Hinten war eine Gastronomie, wo die Springbrunnen waren. Ja, und das ist eigentlich dann auch hier so die Rheinpromenade. Es gibt hier wohl noch einen Yachthafen, der ist aber noch ein ganzes Stück zu gehen. Da sind dann auch noch 2-3 Lokale. Aber das Ganze ist ganz schnell fußläufig von der Innenstadt und ist auch ruhig, nicht überlaufen. Wir gehen jetzt hier wieder so einen Weg rauf und dann können wir quer wieder in die Innenstadt reingehen. Mit etwas Spazierengehen haben wir jetzt den zentralen Marktplatz hier in der Innenstadt erreicht. Hier entlang geht es wieder Richtung Bahnhof. Ja, wir schlendern jetzt hier nochmal so ein bisschen über den Marktplatz und dann werden wir auch langsam wieder zurück in diese Richtung gehen, um dann unser zweites Ziel für heute anzusteuern. Mittlerweile haben wir dann jetzt doch schlussendlich schon eine ganze Zeit Gengenbach erreicht. Ich habe noch gar nichts gezeigt. Ja, rund um den Bahnhof zeige ich vielleicht nachher noch mal was. Wir spazieren ja auch noch mal ein bisschen hier auf und ab gleich. Wir haben uns aber jetzt erstmal hier in einem Café oben im ersten Stock auf so einer Dachterrasse, auf so einem Balkon hier niedergelassen, weil wir mal einen Schluck trinken wollten und noch mal gleich wohin gehen wollten. Ja, und dann ziehen wir gleich wieder weiter und dann kriegt ihr natürlich auch noch ein paar Bilder hier vom Ort zu sehen. Wir sind wieder auf den Straßengängen Bass unterwegs. Und hier befindet sich der Nigelturm und darin findet man das Narrenmuseum mit den Narrentrachten hier aus der alemannischen Fasnet. Ich bin da vor ganz vielen Jahren mal drin gewesen. Ja, mittlerweile oder im Moment ist das wahrscheinlich auch wegen Corona nur sehr eingeschränkt und unregelmäßig leider geöffnet. Deswegen können wir da heute nicht reingucken. Das ist ein bisschen schade, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber wenn das offen ist, wenn ihr mal hier in Gengenbach seid, dann solltet ihr da einen Blick reinwerfen. Das ist nämlich wirklich sehenswert. Ja, direkt hier neben ist die Gaststätte Turm. Da werden wir vielleicht später mal reinschauen. Ja, hier vorne rechts befindet sich das Hotel Sonne. Eins der bekannten Häuser hier am Platz. Und geradeaus das Rathaus. Hier gab es früher immer, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, das war, glaube ich, Baden-Württembergs oder sogar Deutschlands größter Adventkalender vor Weihnachten. Da wurde jeden Tag dann hinter einem Fenster, wurde dann das Türchen geöffnet und dann wurde da auch so eine Anekdote oder so zu verlesen. Und da kamen hier immer etliche Menschen auf dem Marktplatz zusammen. Davor übrigens der Marktplatz. Hier findet samstags morgens der Wochenmarkt statt. So, hier rechts jetzt, wie gesagt, das Hotel Sonne. Das konnte man hinten von dem Winkel noch gar nicht richtig sehen mit der Kamera. Und hier geradeaus das Rathaus mit dem Marktplatz. Hier drüben die Weinmanufaktur Gengenbach. Ja, und hier sind wir dann mitten in der Altstadt des kleinen Ortes. Hier nochmal ein Blick auf den Nigelturm, wo wir eben waren, wo sich das Narrenmuseum befindet. So, hier nochmal ein Blick auf das Rathaus und hier der Marktplatz. Wie gesagt, heute haben wir Samstag, der Markt endet jetzt hier so langsam nach der Mittagszeit. Der große Brunnen und da geht's in Richtung Untertor. Da gehen wir gleich hin. Und wir gehen jetzt gleich mal hier so ein Stück rauf. Da geht es zum Obertor. Das sind die beiden noch erhaltenen Stadttore hier der Reichsstadt Gengenbach. Und hier gehen wir auf das Obertor zu. Ja, wir erklimmen gerade mal
alte Stadtbefestigung hier am Obertor. Denn von hier aus hat man einen wunderschönen Blick hier auf den Ortskern. Und hier seitlich neben der eigentlichen Tordurchfahrt befindet sich der Fußgängerdurchgang durch das Obertor. Ja, und hier ist auch noch ein Kaffeebetrieb. Hier kann man also auch gemütlich in diesen Torkatakomben sitzen. Übrigens hier auf der Seite der alte, ja, kommunale Backofen, der hier zum gemeinschaftlichen Brotbacken in früheren Zeiten genutzt wurde. Hier vom Marktplatz wieder abwärts kommend, hat sich jetzt hier der Blick eröffnet auf das zweite Stadttor, das Untertor. So, wir haben noch mal einen Zwischenstopp gemacht, Kleinigkeit zu Mittag gegessen hier im Bistro und Café Cappuccino. Das war auch ganz gut hier. So eine eher kleine Bistro-Küche halt. Aber wir wollten jetzt was zu Mittag essen und es fing eben wieder an zu regnen und da lag das jetzt am nächsten. Und das ist echt gemütlich da drin. Von der Einrichtung und Ausstattung und ich, Knallkopf, habe natürlich noch ein Glas umgekippt, weil die zwei Tische, die wir da hatten, die waren nicht ganz gleich hoch und da hatte ich das genau auf die Kante gestellt und da fiel das kaputt und ach, da haben die mir noch ein neues Getränk gebracht, das ist auch nicht selbstverständlich. Das war wirklich super nett, alle da, das ganze Team. Ich würde nur jederzeit empfehlen, da auch mal hinzugehen. Und hier sind wir jetzt wieder am Marktplatz und am Rathaus und wir werden jetzt gleich mal die Innenstadt durch das Untertor verlassen. Oder wir gehen alternativ, das können wir auch erst machen, noch die hier hinter der Häuserflucht vor dem Untertor links und gehen da noch mal ein bisschen die Straßen entlang. Das könnten wir auch zuerst machen. Hier kurz vor dem Untertor befindet sich das Haus Löwenburg. Hier ist das Städtische Museum untergebracht. Da bin ich leider auch noch nicht drin gewesen. Da kann ich euch also nicht so viel zu sagen, was da drin ausgestellt wird. Aber das geht dann hier in den Hof rein. Hier gibt es zumindest eine Sonderausstellung über Blüten oder Insekten, wie das hier aussieht. Und hier im altgedienten Gasthaus zum Engel. Ja, leider, leider. Nach vielen Pächterwechseln jetzt Kebab hier. Naja, eigentlich schade für so ein Traditionsgasthaus. Und wir haben uns gerade besprochen, wir gehen jetzt auch doch erst durchs Untertor raus und die Seitenstraßen hier hinter dieser Häuserfront und in den Hinterhöfen, die machen wir dann nachher, wenn wir auch wieder einkehren wollen und sowieso durch die Stadt ziehen. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen an der Kinzig gucken und dann ziehen wir später wieder in die Stadt zurück. Ja, und heute ist hier das Untertor auch geöffnet. Hier kann man jetzt in die Turmkammer zum Türmer gehen. Da gehen wir vielleicht jetzt auch mal gucken, wenn das gerade auf ist. Ich muss die Treppe hier besser. Die liegt ja auch innen. Oh, muss ich an der Oberfläche?
So, jetzt kenne ich Gengenbach so viele Jahre und hier im Unterturm war ich nämlich auch noch nie. Hier befindet sich das Wehrgeschichtliche Museum. Ja, da gucken wir doch jetzt mal rein, wenn das doch gerade offen ist. Das nehmen wir doch gerne mit und natürlich auch diesen grandiosen Blick hier jetzt von unten über die Innenstadt. Hier ein großes Uhrwerk für die Turmuhr. Und hier oben das Uhrwerk und hier dann die komplette Reichsstadt Gengenbach mit ihrer Stadtbefestigung im Modell. So, hier nochmal das Modell, hier unten die Kinzig, das Untertor hier auf unserer Seite, am anderen Ende das Obertor und links der Nigelturm, wo heute das Narrenmuseum drin ist. Und jetzt schlägt auch noch die Turmuhr. Haben wir das auch noch mitbekommen? Hier ein Blick auf die Bahnstrecke der Schwarzwaldbahn. Da unten zur Linken sehen wir das Flößerei- und Verkehrsmuseum. Also da geht es hauptsächlich um die Kinzigflößerei, die liegt direkt dahinter, da sehen wir auch die Brücke. Und das Flößereimuseum scheint im Moment nicht geöffnet zu sein, wahrscheinlich auch wegen Corona. Da gehen wir aber nachher noch dran vorbei. Und hier.
hier links das Haus, ganz auf der linken Seite, da hat früher meine Großmutter drin gewohnt. Daher kenne ich diese Ecke von früher hier sehr gut. Na ja, ist ein bisschen wohnlicher, ne? Ja. Ja, hier dürfte ja auch der Türmer drin gewohnt haben, hier oben. Hier ist ja auch ein Ofen. Ja. Und hier nun abschließend ein Blick von außen auf das Untertor. Ja, und bis ganz da oben sind wir gewesen. Das Ganze kostete 3 Euro pro Person für das kleine Museum. Das war fair. Das war... Hier kommt jetzt gerade mal ein Zug. Wir liegen ja hier direkt an der Bahnstrecke. Ja, wie gesagt, der Eintritt war völlig fair. Das muss ja auch alles erhalten bleiben und demzufolge sind wir da auch gerne bereit, dann auch einen kleinen Eintritt zu bezahlen, um uns sowas ansehen zu können. Ja, und hier direkt am Untertor ist die Klosterschenke. Da werden wir sicher später nochmal einkehren.